Hallo, heute kommt mal wieder eine neue Videobotschaft von mir für euch. Ich wollte euch heute mal kurz sagen, wie es mir nach einem Jahr mit unserem Baby, beziehungsweise wir haben ja jetzt ein Kleinkind, das ist 13,5 Monate alt, wie es mir letztendlich mit meiner MS auch geht. Habe ich es gut vertragen, verkrafte ich es gut, geht es mir schlechter, geht es mir besser, wie auch immer. Wir wussten es vorher ja nicht. Wir haben gesagt, okay, wir kriegen es hin mit Baby und MS, gar kein Thema. Waren sehr optimistisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Optimismus, der war nicht unbegründet. Mir geht es letztendlich wirklich sehr gut, muss ich sagen. Eigentlich besser wie vorher. A, weil der ganze Stress, den ich auf der Arbeit hatte, dass der nicht mehr vorhanden ist. Ich jetzt anderen gesunden Stress habe, sage ich jetzt mal, mich um den Kleinen zu kümmern. Mit 13 Monaten habe ich jetzt schon gute Erfahrungen gesammelt. Die eine oder andere negative Erfahrung sicherlich auch beim Windelwechseln zum Beispiel, Königsdisziplin. Gestaltet sich jetzt aber wesentlich einfacher, wie es noch vor ein paar Wochen oder Monaten gewesen ist. Da hatten wir mal eine Phase, da war er wirklich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, anstrengend, muss man auf den Punkt zu bringen. Aber das haben wir alles gemeistert und jetzt geht es so langsam ans Eingemachte. Das heißt, er lernt immer mehr, er versteht immer mehr. Das hatte man am Anfang ja auch nicht gehabt. Da bestand der Tagesablauf eigentlich aus Schlafen, Füttern, Windel wechseln, ein bisschen spielen, drehen, keine Ahnung. Ja. Jetzt wird halt viel mehr Wert auf, sagen wir, die kognitiven Herausforderungen gelegt, ja, was bei meiner MS ja auch, sagen wir, eine Herausforderung ist, ja, nicht nur für den Kleinen, auch für den Großen. Und das kommt mir dann natürlich da auch zugute, ja, dass ich gemeinsam mit dem Kleinen ja, wieder andere Sachen, ich sag mal, ausprobiere, selber hinterfrage, sage ich jetzt mal. Man muss es ja selber verstehen, bevor man es dem Kleinen versucht zu erklären. Ja, alles andere wäre ja in die eigene Tasche gelogen, auf gut Deutsch. Ja. Aber ich sag mal, das ist eine spannende Sache und Herausforderung, aber es macht sehr viel Spaß. Die Nächte sind natürlich immer noch ein bisschen kürzer. Heute war es jetzt 20 nach 4, sieht man meinen Augenring wahrscheinlich auch an. Ja, da ging dann der kleine Alarm los. Ich konnte sich nicht entsprechend beruhigen lassen, dass er sich nochmal hingelegt hat. Aber okay, ist halt so. Aber dafür ist er abends um 7, Viertel nach 7 eigentlich auch schon im Bett. Und dann hat man dann noch Zeit für sich selber. Ja. Leg dich mal, ja, aufs Ohr jetzt nicht, aber ganz entspannt mal einen Film oder eine Serie gucken. Ja. Das ist dann angenehm oder auch mal ein Buch lesen, dass man richtig abschalten kann. Ja. Von meinen Beinen her, die Beschwerden, die ich ja vorher, ich sag mal, auch stark hatte, ist es halt so, dadurch, dass ich regelmäßig mit dem Kleinen unterwegs bin, spazieren gehe oder jetzt auch im Garten draußen mich viel mit ihm bewege, kommt das einem wirklich zugute. Die Muskulatur ist schon ein bisschen gestärkter. Sagen wir, na, wie heißt das schön? Die Ausdauer, die ist wieder da oder besser da. Ja. Und vom Grunde ist es dann für den Kreislauf natürlich auch super. Insofern ist das jetzt wirklich ein rundes Ding, was mit dem Körper passiert. Und ich habe also wirklich mit der MS jetzt wenig oder gar keine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es auch so bleiben wird. Er wird jetzt bald anfangen zu laufen. Wir warten da eigentlich fast jeden Tag drauf. Und dann wird es natürlich noch mal ein bisschen anstrengender, weil im Krabbeln ist er zwar schon schnell, aber das Laufen, das wird dann noch, dann legt er noch einen Zahn mehr zu. Und ja, dann muss ich dann auch reaktionsschnell ihm hinterherlaufen, um ihn da vor größeren Schäden oder die Wohnung vor größeren Schäden zu bewahren. Also es wird mir nicht langweilig und muss nochmal auf den Punkt zu bringen, mir tut es der MS also wirklich sehr gut. Also in diesem Sinne, bleibt dabei. Ciao, ciao.